Hallo und herzlich willkommen bei Schrappinator.de, dem Versandhandel von Messer, Schärfgeräten, aber auch Messer, Schleifzubehör. Und in diesem Fall geht es um diese kleinen Dinger hier. Schaut mal her. Das sind L-Adapter, und zwar L-Adapter für den Blitz und den Blitz Pro. Der Fall ist so. Ich habe ein Messer. Das ist jetzt so ein Toknife Knives and Tools. So ein ganz, ganz kurzes Messer ist das. Und wenn ich das jetzt einspannen möchte, ihr seht, das würde so gar nicht funktionieren, weil ich hier vorne hin an die Spitze überhaupt gar nicht komme. Die einzige Option ist es, dass ich das links einspanne. Ja, also nicht zentral, sondern versetzt. Das heißt, diese Klemme hier würde ich dann hier einspannen und dann könnte ich das Messer so einspannen. TS Prof hat sich was überlegt. Die haben diese kleinen Adapter. Ich werde jetzt diese Adapter einmal einbauen und euch mal zeigen, wie das Ganze dann funktioniert. Also, diese Adapter werden geliefert. Das sind die zwei Adapter mit zwei Schrauben und einem 2,5 mm Imbusschlüssel. Den brauchen wir jetzt mal nicht, weil wir unseren eigenen Imbusschlüssel holen. Ihr kennt ja das, das habe ich schon mal vorgestellt. Ein Multitool mit allen Imbusgrößen, die ich für TS Prof benötige. Diese Schrauben werden hier durchgeführt und einmal mit der Klemme verbunden. Das heißt, die Klemme und die Schraube ist nun eins. Wichtig dabei ist, dass die Klemme hier einmal plan dran ist. Und das gleiche machen wir jetzt auch für die andere Seite. Das muss jetzt so aussehen, schaut mal her. Und jetzt die Schrauben, die wir mit den Klemmen hatten, die werden jetzt wieder benötigt, um diese Einheit wieder am Blitz zu befestigen. Was wir nun machen können, ist Folgendes. Die kommen so nah dran. Man könnte die noch, also wer es gerne hätte, dass sie komplett spaltfrei sind, das geht auch. Da muss ich aber diese Klemme, wenn ich die Klemme mit dem L-Adapter verbinde, dann muss ich die leicht versetzt nach innen festziehen. Das geht. Und dann hätte ich jetzt hier überhaupt keinen Spalt. In unserem Fall benötigen wir es jetzt ungefähr so. Wie ihr seht, wir können es jetzt perfekt montieren. Das Messer ist jetzt sicher und wir haben eine perfekte Position für das Messer, um es zu schleifen. Es ist genau in der Mitte. Wenn ich das Messer jetzt schleifen wollen würde, dann würde ich das Messer mehr rausziehen hier, damit die Klinge parallel zu dieser Ebene ist. Nicht traurig sein, das Video geht gleich weiter. Wir möchten dir kurz was vorstellen. Und zwar gibt es ab einem Bestellwert von 60 Euro bei uns im Shop auf schrappinator.de folgendes Geschenk. Das ist ein Messer, ein Schlüsselanhängermesser. Das heißt, ich kann das an jedem beliebigen Schlüsselanhänger, upsala, hier befestigen, drauf machen. Es ist dran. Ich kann es mitnehmen. Und wenn ich mal eine Kleinigkeit zum Aufmachen habe, Apfel zu schälen oder einen Karton zum Aufzuschlitzen, dann mache ich es ab und habe ein Messer dabei. Ja? Natürlich kann man das Messer bei uns im Shop auch kaufen, aber wofür kaufen, wenn man es geschenkt bekommt? Also schau mal vorbei auf schrappinator.de. Was wir gleich nachschauen werden, ist, um wie viel der Winkel spitzer geführt werden kann. Dadurch, dass wir ja hier mit den Klemmen und auch somit mit der Schneide rausgekommen sind, kann der Winkel spitzer werden. Wir haben jetzt hier einmal genullt. Ich habe jetzt auf das Minimum eingestellt und stellen wir drauf und was zeigt er uns an? 14 Grad. Einmal genullt und wenn wir das jetzt hier draufstellen, so, sehen wir, wir haben so 10, sind wir großzügig, 10,5 Grad. Hier haben wir 10 mm Abstand und bekommen 10,5 Grad hin. Ja, wir haben gesehen, das Minimum eingestellt, 14 Grad war ohne den L-Adaptern. Wir hatten 10 mm Überstand gehabt, das heißt Klingen, Schneide und Klemme. Und als wir dann die L-Adapter eingebaut haben, haben wir 10,5 Grad hinbekommen. Fakt ist, wir haben 3,5 Grad dazu gewonnen. Für mich das Interessantere war, dass ich eine viel, viel bessere Option habe und viel freier bin mit den Klemmen, wie ich sie einbauen möchte. Ja, und das war für mich wichtiger. Die werden wir bei den ganzen Live-Videos, gerade mit kleinen Messern, werden wir die öfters auch die Klemmen jetzt sehen. Die Klemmen sind bei uns im Shop jetzt erhältlich. Link findet ihr natürlich unten, wie immer. Und ja, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.